Viel passiert in diesem Sommer auf Schalke. Der Neuanfang nach dem Neuanfang. Ruhe sucht man bei Königsblau vergeblich. Ein neuer Trainer, ein neuer Kapitän, eine rund erneuerte Mannschaft. Nach dem enttäuschenden 10. Platz im Vorjahr der radikale Umbruch. 17 Spieler weg, 6 neue da. Es zeigt sich ein komplett neuer Kader. Und da muss man mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt. Aber es darf auf keinen Fall wieder Platz 10 wie im letzten Jahr geben. Und alle wollen wieder ins internationale Geschäft. Die ganze Saison ist nur auf ein Ziel ausgerichtet. Schalke will wieder in einen internationalen Wettbewerb. Am liebsten natürlich in die Champions League. Für die Zukunft des Clubs ist das von großer Bedeutung. Dieser Kader ist für die Champions League zusammengestellt worden, so teuer ist er auch. Diesen Ansprüchen ist man hinterhergelaufen und ich glaube schon, dass es eine ganz, ganz entscheidende und richtungsweisende Saison ist. Sollte man sich wieder für den Bereich qualifizieren, dann glaube ich, kann Schalke auch wieder diese Ansprüche untermauern. Ansonsten wird man möglicherweise weitere Spiele abgeben müssen. Leon Goretzka ist einer, Max Meyer ist einer. Spieler, die bisher nicht verlängert haben, die natürlich auch Vorstellungen haben, sportlich als auch finanziell, die der FC Schalke 04 dann möglicherweise auch nicht wird erfüllen können. Also es ist eine ganz, ganz entscheidende Saison, richtungsweisend für den Verein. Nach André Breitenreiter und Markus Weinziel macht sich nun Domenico Tedesco daran, Schalke 04 wieder auf Kurs zu bringen. Jung, vielsprachig, moderner Spielstil. Und er trifft Entscheidungen, die vielleicht nicht jeder auf Schalke versteht. Zum Beispiel die Entmachtung von Kapitän und Vereinsidol Benedikt Hövedes. Sagen wir mal, man hätte vielleicht das ein oder andere ein bisschen besser kommunizieren können, aber unterm Strich, glaube ich, haben alle es gut gemeint, auch wenn es nicht immer so rüberkam. Hövedes als Sinnbild für den Umbruch. Eine unbequeme Entscheidung. Heidel und Tedesco handeln in Akkordzeit, wollen Schalke wieder flott machen, ohne Rücksicht auf Verluste. Hövedes weg, der Kader deutlich verkleinert. Ein straighter Weg, der sich am Ende am Erfolg messen lassen muss. Ja, vor 4 Wochen hätte keiner da einen Cent drauf gesetzt, dass Benedikt Hövedes den FC Schalke 04 verlässt. Das hat eben auch Gründe. Das ist eine Entwicklung, die auch eine gewisse Eigendynamik angenommen hat. Begonnen mit der Kapitänsfrage über vielleicht auch sportliche Zweifel, sowohl des Trainers oder der Vereinsführung an Benedikt Hövedes. Aber er wird sich sicherlich auch Gedanken gemacht haben, ob er noch das uneingeschränkte Vertrauen genießt. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, zum Champions-League-Finalisten, amtierenden italienischen Meister zu gehen, wenn er sich dort durchsetzt, stärkt das auch seine Position für die Nationalmannschaft, für die WM im nächsten Jahr. Und das ist sportlich ein nachvollziehbarer Schritt. Trotzdem weiß ich, dass ihn das schmerzt, weil er mit Leib und Seele Schalker ist und das eigentlich nicht seine Planung war. Ohne Rücksicht auf irgendwelche Gefühlslagen. Schalke 04 geht den Weg des radikalen Umbruchs.